Was war das? Ah, die Notfallstation hat wieder auf. Das heißt wohl, dass ich jetzt die riskanteren Manöver auspacken kann. Was für riskant? Ah, ich verstehe. Sollte er nicht eigentlich die Rohrleitungen instand halten und Mülllawinen wegschaufeln? Fauler Sack. Sagt er, während er direkt neben ihm steht und angestarrt wird von ihm. Hallo, hi. Hanek. Ach, hier, Rufus. Genau. Wie genau funktioniert das mit dem Sprengplan? Oh, das ist eine spannende Sache. Das bezweifle ich. Der Sprengmeister legt die nächsten drei Sprengpositionen fest, indem er den entsprechenden Quadranten mit Magneten markiert. Dann läutet er die Glocke. Ich gebe das Signal dann weiter an den Grubenarbeiter, der unten im Stollen die Sprengsätze anbringt. Dann wird gesprengt. Und dann kommt der spannende Teil? Nein. Eigentlich war es das dann. Ah, wusste ich's doch. Was treibt ihr da unten eigentlich? Na, was wohl? Wir sind Müllsucher. Wir suchen nach nützlichem Schrott. Aber meistens ist Schrott eben nur Schrott. Also nutzlos. Ich habe zum Beispiel eine ganze Sammlung von Autoschlüsseln, die zu längst verwrackten Autos gehören. Hi. Ist zufällig mein Schlüssel dabei? Weiß nicht. Wie war noch gleich dein Name? Rufus Wenzel, Toni, vergiss es. Wenzel. Mal nachdenken. Wenzel? 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 Nein. Ich glaube, dann habe ich deinen Schlüssel nicht. Rufus. Mal nachdenken. Rufus, Rufus, Rufus. Nein. Ich glaube, dann habe ich deinen Schlüssel nicht. Toni. Mal nachdenken. Toni? 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 Nein. Ich glaube, dann habe ich deinen Schlüssel nicht. Schade. Vergiss es. Schon geschehen. Noch was? Ist das da drüben dein Papagei? Ja. Wir benutzen ihn, um gefährliche Gase im Stollen zu erkennen. Und was macht ihr, wenn das passiert? Einen neuen Papagei. Verstehe. Ja, das kennen wir ja schon. Hast du von der Frau aus Elysium gehört? Ja, aber das interessiert mich nicht. Ich habe schon eine Frau, die ich in den Stollen schicken kann. Und für zwei Frauen ist es da unten zu eng. Ach ja, L'amour. Romantisch. Hast du eine Ahnung, wo ich energiereiches Wasser herbekomme? Wir finden öfter mal Batterien im Schrott. Da ist auch eine Flüssigkeit drin. Wir nicht nennen trinken. Sie Batteriebrause, weil sie so lustig auf der Zunge prickelt. Meinst du sowas? Ich glaube nicht, dass man das trinken sollte. Schön, schön, er fragt uns, weißt du sowas? Und wir so... Bis tschö. Bald. Tschö. Rufus. Genau. Okay, hey, tschö, hab ich gesagt. Er hat mein Tschö geklaut. Das war ein bisschen gruselig gerade. Auf zur Notfallstation. Gizmo ist nicht da. Das heißt, ich kann unbemerkt mit seinen Berufen spielen. Cool. Okay, Krankenstation. Da ist doch bestimmt nützliches Zeug drin. Mist. Abgeschlossen. Immer dieses Misstrauen. Echt so? Wer würde denn da rangehen? Verstehe ich nicht. Der Clown unter den Narkosegasen. Clowns. Er hat diesen Witz so ernst mit bösem Blick erzählt. Bei meiner nächsten Amputation könnte das nützlich werden. Dr. Gizmo sagt, mit rostfreiem Werkzeug hätte man Wenzels Zeh noch retten können. Ich verstehe nicht, wofür der gut sein soll. Ich habe doch schon genug Löcher in den Zähnen. Es ist der letzte Baum hier. Hoffentlich geht er nicht auch noch ein. Wo soll ich sonst meine Herbizide testen? Nehmen wir die Sachen mal mit. Zack. Und zack. Da nochmal den Hebel nach unten. Dann sind wir Polizist. Seit das Altersheim abgesagt ist, lassen Sie mich nicht mehr zur Strafarbeit in die Schrottminen. Vielleicht funktioniert unser Rechtssystem ja doch. Ich habe ihn dafür den Notfall deponiert. Verdammt! War blöd, ne? Ist er eingetan? Puh, im Schrank sah sie leichter aus. Seit das Altersheim abgesagt, vielleicht... Fußfessel. Da besteht keine Fluchtgefahr.
Das können wir mit der Fußfessel machen. Ich spare mir meine telekinetischen Kräfte lieber für später auf. Handschellen in einer Waagschale, die sind bestimmt ein Symbol für überladene Metaphern? Ja, bestimmt. Da besteht keine Fluchtgefahr. Mann, Feuerlöscher. Ich kann das Ding nicht mehr sehen. Der ist so schwer, um ihn mitzunehmen. Aber halb so schlimm. Ich bin ja eh immer vorsichtig. Total. Ich kann das Ding... Der ist so schwer, um ihn mitzunehmen. Aber halb so schlimm. Ich bin ja... Wow. Da ist ein Loch in der Plattform. Asbesthandschuhe. Gizmo ist so ein Weichei. Können wir die mitnehmen? Aha! Ja, können wir. Können wir noch irgendwas machen? Da besteht keine Fluchtgefahr. Wenn wir das dagegen haben. Gott sei Dank bin ich ein geschickter Schlösserknacker. Verdammt! Mit dem richtigen Werkzeug wäre das ein Klacks gewesen. Okay, ja gut, wenn du in die Richtung machst, dann ist es logisch so. Du musst es in die Richtung machen. Der ist so schwer, um ihn mitzunehmen. Aber halb so schlimm. Okay. Ich bin ja eh immer vorsichtig. Können wir das jetzt hier... Warte, stopp. Einmal bitte wieder zur Polizeistation. Nehmen das Ziermesser und schneiden damit die Zellengitter durch. Gott sei Dank bin ich ein geschickter Schlösserknacker. Verdammt! Gott sei Dank bin ich... Ah! Wollte ich nicht nochmal... Zahnbohrer? Gott sei Dank... Kein Grund für übertriebene Vorsicht. Ich weiß, was ich tue. Aber ich nicht. Ich glaube nicht, dass das plötzlich anfängt zu brennen. Aber da habe ich mich schon oft geirrt. Dapfer. Gott sei Dank bin ich ein geschickter Schlösserknacker. Verdammt. Okay. Keine Ahnung momentan, wie man hier weiterkommt. Ich will nicht die Stange runterrutschen. Und... Ui. Was war schneller? Ich glaube, was ist schneller? Wir gehen einfach so. So, und dann gehen wir zu Wenzel. Na komm. Bisschen schneller. Zack, zack. Hallo Wenzel, möchtest du dein Ticket mit mir tauschen? Hey Wenzel, was gibt es? Hast du von der Frau aus Elysium gehört? Wer hat das nicht? Hast du etwa was damit zu tun? Hey, du kennst mich doch. Wo immer eine Frau in Not ist, bin ich bereits zur Stelle. Ja, da scheint es tatsächlich einen Zusammenhang zu geben. Ich war dabei, als die Frau vom Himmel fiel. Schon gut. Ich bin mir sicher, es war keine Absicht. Nein, du verstehst das falsch. Ich habe sie gerettet. Natürlich hast du das. Gerettet, indem er sie außersehen fast umgebracht hat.
Willst du gar nicht zum Rathaus? Und die Frau aus Elysium bei mir aufnehmen? Ich muss gestehen, ich habe mit dem Gedanken gespielt. Ich habe mir sogar schon eine Wartenummer geholt. Aber dann habe ich gedacht, was habe ich schon anzubieten? Nichts. Wenn ich reich wäre oder eine Wasserader finden würde, dann hätte ich vielleicht Chancen. Aber so... Du blockierst die Warteschlange. Na und? Solange ich keine Wasserader gefunden habe, brauche ich da nicht aufzutauchen. Ich will mein Erbe zurück. Deal ist Deal. Komm schon, wir sind doch Freunde. Und Freunde halten ihr Wort. Steht wo? Vergiss es einfach. Vielleicht kannst du mir helfen, ein paar Sachen zu besorgen. Schon wieder? Du hast mir immer noch nicht meinen Rasenmäher zurückgegeben. Ach ja, der Rasenmäher, ja. Besorg dir lieber einen neuen. Der alte hatte ganz miserable Flugeigenschaften. Ja. Worum geht es denn diesmal? Viele Sachen. Hast du eine Idee, woher ich gebrannte Bohnen bekomme? Ich kenne nur Bohnen, von denen dir der Mund brennt. Gehen die auch? Weiß nicht. Ich will eine Art Medizin herstellen. Da sollte man nicht zu kleinlich sein, oder? Du machst das schon. Hast du eine Idee, woher ich schwarzes Pulver bekomme? Schwarzpulver? Keine Ahnung. Du bist doch der Fachmann, was Explosionen anbetrifft. Immerhin explodiert jede zweite deiner Erfindungen. Was auch heißt, dass jede zweite nicht explodiert. Ich weiß, wofür ich mir jetzt gerade eingefallen, wofür die Handschuhe sind. Die Handschuhe sind bestimmt dafür da, die Chilischote zu pflücken, die ich von Anfang an pflücken wollte, aber nicht wusste, wie ich die pflücken kann. Jetzt haben wir Brandschutzhandschuhe und ja. Hast du eine Idee, woher ich klares Wasser bekomme? Klares Wasser? Sowas gibt es doch nur in Legenden. Na und? Mein Vorhaben ist ja auch legendär. Der Legende nach hat dein Vater eins klares Wasser gefunden. Auf diese Weise ist er Bürgermeister von Kuwak geworden. Man munkelt, dass noch immer ein paar Flaschen davon im Rathaus versteckt sind. Das wäre allerdings typisch. Er verlässt Deponia, aber seinen Reichtum versteckt er lieber, anstatt ihn mir zu vermachen. Immerhin hat er dir die Wünschelrute hinterlassen. Vielleicht kann man damit ja doch Wasser finden. Träum weiter. Hast du eine Idee, woher ich belebendes Wasser bekomme? Ich habe mal gehört, dass es belebend sein soll, das Blut von Stieren zu trinken. Du glaubst auch alles, was man dir erzählt, hä? Wie, dass ich das Geld zurückbekomme, das ich dir geliehen habe? Genau. Ich habe Dinge in meinem Kopf. Ich weiß, wo ein Stier ist und... Nein. Hast du eine Idee? Die einzige Energie, die ich kenne... Dann machen wir das... Ich bin doof. Wir machen mich so. Hast du eine Idee, woher ich energiereiches Wasser bekomme? Energiereiches Wasser? Was soll denn das sein? Die einzige Energie, die ich kenne, steckt in den Autobatterien, die man überall im Schrott findet. Na, dass du mir nicht viel zum Thema Energie sagen kannst, hätte ich mir ja auch denken können. Fauler Sack. Ich glaube, ich mach das lieber alleine. Denn, seien wir doch mal ehrlich, du warst noch nie eine große Hilfe. Wie du meinst. Keine große Hilfe. Brillant. Was denn? Verstehst du nicht? Keine große Hilfe. Weil du klein bist. Weil du klein bist. Sag ich doch. Bis später. Genau. Sag mal, wollen wir tauschen? Du blockierst die Warteschlange. Na und? Solange ich keine Wasserader gefunden... Nix da, Rufus. Die gehört jetzt mir. Aber das ist ein Familienerbstück. Na und? Geschenkt ist geschenkt. Oh, Junge. Ich kann es kaum erwarten, sie auszuprobieren. Vielleicht finde ich ja irgendwo in der Gegend eine Quelle. Und wenn ich dann reich bin? Teilen wir Fift? Ja, das kennen wir ja schon. Mach einfach so, wie alle große Leute das tun. Nimmst die einfach und hebst nach oben, damit die kleine Person nicht rankommt. Okay. Oh. Ich habe Dinge in meinem Kopf. Ich mag diese Dinge in meinem Kopf nicht. Als ich gerade das hier gesehen habe. Und diesen Stier und... No. Ich habe Dinge in meinem Kopf, die ich nicht in meinem Kopf haben möchte. So. Dann nehmen wir mal diese Handschüchen. Und pflücken uns die Chilischote. Tada! Gut, wir haben eine brennende... Toni hatte schon immer ein... Hier noch irgendwas?
irgendwas machen? Ich glaube nicht, oder? Wir gehen mal zu dem Stier. Oder? Warte. Lass mich mal nochmal nachgucken. Was sich jetzt hier so verändert hat. Aha, aha. Ein Trichter. Eigentlich sind Trichter was für Feiglinge. Aber nach dem dritten explodierten Öltank... Okay. Nimmst du ja. Es liegt genau da, wo ich es fallen gelassen habe. Toni hätte ruhig aufräumen können. Oder Wenzel hätte es mitnehmen können und sagen können, dass du es meinst. Ach komm, es kann doch nicht so schwer sein zu explodieren. Ich schaff's doch auch immer wieder. Okay. Gut, dass wir hier doch nochmal hin sind. Jetzt ist hier nichts mehr. Top. Ja, geh rein. Bleib doch nicht immer stehen vor den Sachen, die ich einsammeln will. Aber mehr gibt's hier, glaube ich, nicht. Die Handschuhe haben wir nicht mehr. Ich hätte mir dann den heißen Topf mehr wieder nehmen können, aber nö. Erstaunlich, wie lange so ein Blätter, so ein Stapel Blätter brennen kann. Gehen wir mal zurück und gehen. Von wegen Arbeit. Sie sitzt nur rum und dreht Däumchen. Das kann ich auch. Runter oder rüber? Wir gehen mal rüber. Bevor wir zum Stier gehen. Sieht so aus, als sei Toni im Laden. Wenn ich da jetzt reingehe, muss ich sicher wieder ihre spöttischen Bemerkungen über mich ergehen lassen. Ach, was soll's. Besser, ich bringe es hinter mich. Ja. Wollt grad sagen. Ach, sieh an. Wen haben wir denn da? Ist das nicht Evil Knievel? Der Meister der Schwerkraft? Der Himmelsstürmer? Der Windjockey? Der Reisende auf dem Weg in die oberen Sphären, und doch steht er hier, direkt vor mir. Wer hätte das gedacht? Tja, ob du es glaubst oder nicht, diesmal hatte ich es wirklich geschafft. Ich war auf einem Organon-Kreuzer, auf direktem Wege nach Elysium. Und dann hattest du Sehnsucht nach mir? Ich musste mich entscheiden. Ein Leben in ewiger Glückseligkeit, also ohne dich, oder eine schöne Elysianerin in Not vor dem sicheren Tod retten. Genau. Rufus begeht eine selbstlose Tat. Ich würde ja jetzt lachen, aber mein Zwerchfell ist noch überspannt von dem Moment, als du vorhin über die Hügelkuppen geschleift wurdest. Wenn ich das Mädchen geweckt habe und sie mich mit nach Elysium nimmt, wirst du dich schon noch wundern. Ihr werdet euch alle wundern. Wie läuft das Geschäft? Seit wann interessiert dich das denn? Wer sagt denn, dass es mich interessiert? Ich bin nur extrem höflich. Du hast vor allem eine extrem falsche Vorstellung von dir selbst. Das liegt daran, dass mein Spiegelbild so blendet. Oh. Ja, ist halt einfach blendend. Warum so sauer? Warum? Du hast meinen Briefkasten zerstört, meinen Hinterhof verwüstet, meine Vorräte aufgefressen... Und wenn ich herausfinde, dass das Verschwinden meiner Lieblingsstiefel irgendwie mit dem Bau deines komischen Fluchtapparates zusammenhängt, dann gnade dir Gott. Irgendwo drin musste ich doch das Schwarzpulver transportieren. Was? Ach, nichts. Ich würde gerne etwas kaufen. Von welchem Geld denn? Oder hast du jetzt neuerdings einen Job, von dem ich nichts weiß? Ich würde dir das Geld ja auch zurückgeben. Oh. Ich glaube ja nicht. Ich wollte mich verabschieden, bevor ich diese Müllkippe verlasse. Oh, schon wieder Fluchtgedanken? Merkst du eigentlich noch was? Du wirst hier nie wegkommen. Nie, nie, nie. Und das heißt, ich habe dich für den Rest meines Lebens am Hals. Ich
fragt mich, was zwischen denen vorgefallen ist. Ich meine, Rufus hat ja mal gesagt, dass sie zusammen waren. Und jetzt scheint sie ihn nicht zu mögen. Ich frage mich, was zwischen denen passiert ist. Was sind das für Coupons? Das sind Geschenkgutscheine. Man gibt sie bei der Post ab und die liefern dann die Ware für dich aus. Cool, die nehme ich doch glatt. Hey, Pfoten weg! Was denn? Die kosten was. Ich dachte, es sind Geschenkgutscheine. Oh. Wie war das gleich mit diesen Coupons? Das sind Geschenke. Man gibt sie. Und? Mhm. Du bekommst sie nicht geschenkt. Tolle Geschenkgutscheine. Mhm. Die Hausapotheke ist verschlossen. Hast du dich etwa verletzt? Noch nicht. Schade. Wenn es soweit ist, sag Bescheid. Erst einmal habe ich dann etwas zu lachen und den Schlüssel kann ich dir dann auch geben. Aha. Hast du zufällig Kaffee hier? Seit du bei mir wohnst, nur noch schon Kaffee. Und selbst das ist noch zu viel. Vielleicht sollte ich die Kaffeemühle da langsam mal aus dem Laden schaffen. Die nimmt nur Platz weg. Wie du. Ich brauche dringend ein paar Zutaten. Wenn nichts mehr im Kühlschrank ist, bekommst du auch nichts mehr. Nein, ich meinte... Das Thema ist beendet. Verdien dein eigenes Geld. Dann kannst du dir auch deine eigenen Lebensmittel leisten. Okay. Ich muss weg. Das sage ich schon seit Jahren. Aber du bist immer noch da. Da. Ah. Gewichte, Anker, Metallstiefel, Haken. Was man halt so braucht, um ewig auf der Stelle zu treten. Oder sich zu verletzen. Gewichte, Anker, was man halt... Finger weg von meinen Sachen. Was denn? Ich stöber doch nur ein bisschen. Stöbern tun zahlende Kunden. Was du meinst, ist stören. Hm. Wie war das gleich? Das sind man... Und? Nein, du... Tolle Geschenkgut. Meins. Hey, was genau hast du vor? Ich dachte, ich nehme mir ein paar von diesen Versandcoupons. Dann kann ich meinen Freunden überall auf Deponia offenbar Haken und Bleigewichte schicken, so wie das hier draufsteht. Okay, Punkt 1. Du hast keine Freunde. Du bist ein selbstverliebter Egoist, der sich einen Dreck um andere Menschen schert. Punkt 2. Was in aller Welt bringt dich auf die Idee, du könntest einfach irgendwelche Sachen aus meinem Laden mitnehmen? Du könntest es doch für mich anschreiben. Anschreiben? Anschreiben? Wovon, mein Freund? Willst du das denn jemals zurückzahlen? Oder hast du plötzlich einen Job, von dem ich nichts weiß? Nicht direkt, aber... Ist es denn nicht genug, dass ich dich noch immer bei mir wohnen lasse? Dass ich dich durchfüttere? Und zum Dank muss ich sogar noch den ganzen Müll entsorgen, den du täglich fabrizierst? Warum mache ich das eigentlich? Ich meine, warum mache ich das? Es ist ja nicht so, als wären wir noch... Oh, Himmel, mein Blutdruck. Ich muss meditieren. Einatmen, ausatmen. Sie kommt nicht hin. Finger weg. Einfach so was wert. Ist ja gut. Hier hing mal der Käfig von Tonis Wellensittich. Aber auch er hat es nicht lange mit ihr ausgehalten und ist ausgebüxt. Oder hatte ich ihn mit Progerie infiziert? Was weiß ich? Was? Ah, autsch! Ey! So wenigstens ein paar Haken? Guck mal! Ach! So eine kleine Wunde und doch so viel Genugtuung. Ich hab mich verletzt. Das heißt, warte mal, du kleine Ratte. Hast du etwa wieder versucht, Haken zu klauen? Toni, bitte, ich verblute hier. Wenn auch nur die geringste Hoffnung bestünde, dass du jemals aus deinen Fehlern lernen könntest, würde ich sagen, mach doch. Aber leider hast du einmal zu oft bewiesen, dass du niemals dazu lernen wirst. Also hier. Nimm den Apothekenschlüssel und verzieh dich aus meinem Laden. Juhu! Wenn du nicht immer gleich so meckern würdest, würde ich vielleicht auch mal zuhören. Okidoki. Wo kommen wir hin, wenn...
Ah, ich verstehe. Okay. Dann waren wir irgendwo noch nicht. Tonis Hütte, Vinces Haus, Schornstein. Nein, dann gehen wir mal zurück zum Stadttor. Und zum Stier. Und zapfen ihm mal ein bisschen Blut ab. Oder so. Was auch immer. Hallo, Stier. Freigegeben ab 6. Wie langweilig. Gib mir mal ein bisschen Blut von dir. Toro! Hey, Toro, hab ich gesagt. Wenn überhaupt hat. Schau mal. Aha. Eine brillante Idee, Rufus. Was könnte einem einsamen Stier besser gefallen als ein gut gekühltes Glas Plörr? Okay, daneben die Kuh. Hauptsache, es hat funktioniert. Freigegeben schon besser, aber die Stier... Okay, warte nochmal. Freigegeben ab 12 schon besser, aber immer noch todlangweilig. Die Stiervenen müssen richtig pumpen, bevor ich mich da draufsetze. Ah ja. Wie könnten wir das noch machen? Ah, roter Vorhang. Toro! Hey, Toro, hab ich gesagt. Ha, was nutzt der beste Matador, wenn der Stier nicht hinguckt? Oh, macht dich das etwa wütend? Tja, ein geübter Matador wie ich weiß halt, wie er das Blut eines Stieres zum Kochen bringt. Oder was das auch immer für eine Flüssigkeit ist, die da durch die Schläuche gepumpt wird. Freigegeben ab 18. Der Blutmodus. Immer noch unter meinem Niveau, aber wenigstens sind die Taurintanks jetzt auf. Schön. Gleich nochmal. Hab ich Und heute, liebe Kinder, zeigt euch der Onkel Rufus, wie man einem ausgewachsenen Stier Blut abnimmt. So schon mal nicht. Kann ich irgendwas kombinieren? Das muss nicht umgefüllt werden. Kann ich das Blut in dem Schwamm Der Stier ist wütend genug. Zeit für ein Rodeo. Okay, das heißt, ich brauche noch irgendwo einen Behälter, mit dem ich den Trichter kombinieren kann. Gleich nochmal. Wie oft kann ich das machen? Gleich nochmal. Gleich nochmal. Ich glaube, ich kann das unendlich ausmachen. Okay, gehen wir wieder zurück. Nee, Quatsch. So. Ja, ich wollte hier. Und dann machen wir den Hebel zweimal nach oben. Eins. Zwei. Und bin... Ja, so gut. Ich habe einen Schlüssel und hier ist ein Schloss. Man muss kein Genie sein, um zu erkennen, dass der für ein anderes Schloss gedacht ist. Schade. Aber für welches? Für die Gefängniszelle? Das wäre lustig. Ich habe einen Schlüssel und hier ist ein Schloss. Ich habe einen Schlüssel und hier ist ein Schloss. Ich habe einen Schlüssel und hier ist ein Schloss.
Okay, ich dachte, wir wären in einem komischen Loop gefangen. Kann ich diesen Haken benutzen, um die Ich spare mir meine... Moment schon, dann gehen wir hier rüber. Ich spare mir meine... Nein. Kann ich irgendwas kombinieren? Ich weiß es nicht. Ich wüsste gerade nicht. Okay. Ja, ist ja gut, Kleines. Wir brauchen einen Behälter. Wo kriegen wir diesen Behälter her?